muss auch ganz klar sagen, ich hatte nie Französisch. Oh mein Gott. Schaut euch das an, das sieht wirklich unfassbar lecker aus. Das ist Baguette, also es ist einfach ein Weißbrot, so. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht weiter mit meiner internationalen Food-Reihe. Ich habe im letzten Video wieder gesagt, dass das Land eben gewinnt, welches wieder die meisten Likes in den Kommentaren bekommt. Das Land, das gewonnen hat und die meisten Likes von euch bekommen hat, ist das Land Frankreich. Das heißt, ich werde heute einen ganzen Tag lang typisch essen, wie in Frankreich gegessen wird. Das war sehr, sehr kompliziert ausgedrückt. Also ich werde heute einen Tag lang so essen, wie in Frankreich typischerweise gegessen wird. Also typische französische Lebensmittel, Gerichte, Backwaren, wie auch immer. Ich freue mich, Leute, denn Frankreich hat, glaube ich, einiges Leckeres zu bieten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nie, also dass ich Frankreich nie kulinarisch so richtig auf dem Schirm habe. Und da jetzt wahrscheinlich auch heute einige Sachen dabei sind, die ich bisher noch nie richtig gegessen habe oder beziehungsweise sehr, sehr lange nicht mehr gegessen habe. Das heißt, es ist doppelt cool, weil ich auch viele neue Sachen heute ausprobiere. Ich liebe das, ja. Ich kann auch mal wieder so ein Video drehen, wo ich nur Sachen esse, die ich lange nicht mehr gegessen habe oder noch nie gegessen habe. Habe ich auch mal wieder richtig Lust drauf. Heute ist aber erstmal Frankreich dran. Ich freue mich, Leute. Würde sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei herum, starte in ein französisches Frühstück und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Foggy glasses, all this emotion. Try to tell her, but she probably didn't notice. She say, she ain't got nobody. I say, baby girl, you're wrong. Good morning, Friends. Es ist Zeit für mein französisches Frühstück und auch hier habe ich wieder recherchiert und habe gelesen, dass die Franzosen und die Französinnen am liebsten süß frühstücken. Also da gibt es sehr, sehr selten, wenn fast gar nicht so herzhafte Sachen zum Frühstück, was ich persönlich super finde, wisst ihr mittlerweile. Wofür Frankreich sehr, sehr bekannt ist, sind die leckeren, süßen Backwaren. Ich habe mal geguckt, ob es hier in Stuttgart eine französische Bäckerei gibt und das gab es. Es gab sogar mehrere, also einmal ein richtiges Café. Da werde ich wahrscheinlich nachher auch noch hinfahren. Und es gab auch noch einige Bäckereien. Ich habe mir jetzt eine ausgesucht und die sah auch sehr traditionell aus. Also die hatten auch wirklich draußen so richtig schön so ein Schildchen, wie früher so die Traditionen waren. Und das sah einfach richtig, richtig traditionell französisch aus. Wirklich, also so stelle ich mir so kleine Cafés, kleine Bäckereien in Frankreich vor. Also richtig, richtig niedlich. Und auch schon der Duft, als ich reingekommen bin, es hat so gut einfach gerochen. Und da habe ich mir jetzt zwei französische Backwaren zum Frühstück ausgesucht. Einmal habe ich mir das erste Teil, was ich mir rausgesucht habe, ist dieses hier. Das ist ein Chausson en pomme. Ich hoffe, also Leute, ich muss auch ganz klar sagen, ich hatte nie Französisch. Also ich werde sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen falsch aussprechen. Bitte nehmt mir das nicht übel, aber ich hatte damals Spanisch in der Schule, deswegen. Genau, ich habe aber geguckt, wie das ungefähr ausgesprochen wird. Ich glaube, das war Chausson en pomme. Also eine Apfeltasche, eine Blätterteig-Apfeltasche. Also eine Tasche aus Blätterteig gefüllt mit Apfelkompott. Ich dachte, das passt perfekt in diese weihnachtliche Zeit gerade. Sieht ein bisschen verbrannt aus, habe ich gerade gesehen, aber es riecht unfassbar gut. Es war allgemein so, dass meine ganze Tasche, wo ich diese Sachen hier drin hatte, den ganzen Weg schon richtig gut gerochen hat. Also ich habe so Bock, die Sachen jetzt zu essen. Die zweite Sache ist ein absoluter Klassiker. Und zwar ist das ein Schokocroissant. Und zwar wird es ausgesprochen Pain au Chocolat. Glaube ich. Wie gesagt, ich hatte nie Französisch, bitte lacht mich nicht aus, aber ein Schokocroissant und das sieht und riecht einfach unfassbar lecker. Auch wieder Blätterteiggebäck eben mit Schoko gefüllt und das sind meine beiden Backwaren, die ich mir in der französischen Bäckerei ausgesucht habe. Ich habe richtig Bock darauf. Oh mein Gott. In Frankreich wird gerne zum Frühstück ein Milchkaffee getrunken. Auch ein Kaffee eben mit sehr, sehr viel Milch. Das werde ich mir gleich machen mit meiner Nespresso-Maschine. Und passend zur Apfeltasche habe ich hier auch noch einen sehr, sehr roten Apfel. Ich finde, der sieht sehr, sehr perfekt aus. Den werde ich mir auch noch dazu aufschnibbeln. Und dann habe ich auf jeden Fall ein leckeres französisches Frühstück, auf das ich richtig Bock habe, Leute. Ich mache mir das jetzt. Oh mein Gott, Leute, ich habe so, so Bock darauf. Erstmal brauche ich einen Schluck Kaffee. Übrigens, man erkennt fast gar nicht mehr, dass es Kaffee ist, weil da einfach so viel Milch drin ist. Aber so wird er in Frankreich am liebsten getrunken. Und so trinke ich ihn auch, ehrlich gesagt, am liebsten. Milchschaumgoals, Leute, oh mein Gott. Wir probieren jetzt zuerst die Apfeltasche zusammen. Let's try it. Oh mein Gott. Leute, es ist so heftig, wie gut dieser Blätterteig ist. Man merkt wirklich einen Unterschied zu normalen Bäckereien. Und jetzt eben mit diesem Blätterteig, wirklich. Die machen da auch alles selber. Also die hatten da genau in dem Verkaufsraum auch so einen Ofen, dass man halt auch beobachten konnte sozusagen, wie sie ihre Backwaren selber machen. Absoluter Wahnsinn, Leute.
Blätterteig zergeht so richtig, richtig nice im Mund. Absolut lecker, wow. Auch mit dieser frischen Apfelfüllung, mega lecker. Jetzt das Schoko-Croissant. Cheers. Auch ein Traum, Leute, wow. Bester Blätterteig, den ich jemals gegessen habe, Leute. Oh mein Gott. Also die Backwaren können die Franzosen auf jeden Fall. Süßes Frühstück, perfekt für mich, wirklich perfekt. Super lecker. Und falls ihr in Stuttgart wohnt, besucht mir diese Bäckerei. Die ist wirklich sehr, sehr lecker. Also Leute, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Perfekter Start für mich in den Tag. Und sehe euch später wieder. So, Franz, ich habe jetzt Mittagspause und werde mir jetzt mein französisches Mittagessen holen oder beziehungsweise ich werde wohin fahren und es da essen. Und zwar meinte ich ja vorhin schon, dass es hier in Stuttgart auch ein französisches Café gibt, was bei Google Bilder, also die haben so leckere Sachen. Und zwar heißt es Café Café Moustache. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr französisch. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, die Bilder, es sah alles schon super, super lecker aus. Ich bin gespannt, was ich mir da nehmen werde. Ich hoffe, die haben heute Quiche. Ich würde richtig, richtig gerne Quiche essen. Das habe ich nämlich auch übel, übel lange nicht mehr gegessen. Und Quiche ist auch typisch französisch. Die haben da auch richtig viele so leckere Backwaren und Gebäckstückchen allgemein. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Freue mich auf meinen Kaffeebesuch und werde mich jetzt auf den Weg machen. Euch natürlich mitnehmen. Und bin gespannt, was ich mir da holen werde. Und wie ich mein französisches Lunch jetzt gestalten werde. Ich bin gespannt, Leute. Aber ich freue mich auch unglaublich doll. Ich habe mich wirklich gefreut, doch leider habe ich gemerkt, als ich angekommen bin am Café Moustache, dass die leider nur noch süße Sachen hatten, also fast alles war ausverkauft. Deswegen habe ich eine Alternative gesucht und bin zu Isabellas glutenfreier Patisserie gegangen. Da haben die auch sehr, sehr viele französische Spezialitäten, vor allem Macarons in ganz vielen verschiedenen Sorten, aber auch Quiche. Und was mich hier aber besonders angesprochen hat, ist dieses Bio-Brötchen mit Ziegenfrischkäse und Feigen-Chutney und Pinienkerne. Dazu habe ich mir dann auch noch einen Macaron ausgesucht, und zwar Lebkuchen Orange war das, ein Cappuccino, und ich habe auch noch so ein bisschen Knabberkram nebenbei bekommen. Dieses Brötchen, vor allem dieser Ziegenfrischkäse, ist halt auch eben in der Kombination mit dem Chutney typisch französisch. So wird es sehr, sehr häufig in Frankreich eben gegessen. Macarons auch typisch französisch, und hier die Sorte ist sogar vegan. Lebkuchen Orange, super, super lecker. Also perfekte Alternative zu meinem ursprünglichen Plan. So, Franz, es ist Zeit für einen Snack, und ein klassischer Snack oder was klassisches Französisches ist oder sind die guten alten Crêpes. Das Geile ist da halt auch, dass man sich halt eben auch eine Füllung aussuchen kann, auf die man gerade Bock hat, also dass die super variabel sind, aber trotzdem irgendwie richtig nice. Ich habe richtig, richtig lange keinen Crêpe mehr gegessen, deswegen freue ich mich jetzt sehr darauf, mir einen Crêpe schmecken zu lassen. Ich habe hier in meiner Umgebung tatsächlich so eine Art Café, wo es halt eben Crêpes gibt und auch ganz viele leckere Kaffeespezialitäten, und würde sagen, dass es auf jeden Fall ein perfekter französischer Snack ist. Ich weiß leider nicht, wie man diesen Laden ausspricht. Auf jeden Fall ist das eine Kette, und es gibt diese Filialen sogar häufiger tatsächlich in Stuttgart. Und ich habe, als ich angekommen bin, auch gesehen, dass die auch viele verschiedene Backwaren, französische Backwaren haben. Und Leute, ich konnte nicht anders. Ich musste mir auch noch einen Macaron bestellen. Und zwar hier in der Sorte Karamell. Der war so lecker. Ein Cappuccino habe ich auch noch zugenommen. Oder beziehungsweise Kaffee Latte. Also auch typisch französisch. Und das war sozusagen meine Vorspeise. Wie gesagt, der Macaron war so lecker. Und ich muss sogar sagen, ich fand den noch ein kleines Stückchen besser als den von der Patisserie. Also wirklich heftig, wie gut der war. Dann kamen wir zum Hauptteil, und zwar zum Crêpe. Ich habe einen Crêpe mit Zimt und Zucker genommen. Habe ich so lange, wie gesagt, nicht mehr gegessen. War super, super lecker. Auch super, super weihnachtlich. Auf jeden Fall ein perfekter französischer Snack am Nachmittag. So, Fans, Dinnertime. Ich war gerade fürs Dinner einkaufen, und Leute, es ist so viel schief gelaufen. Heute allgemein, ich wollte auch zu diesem Café Moustache, dann hatten die fast nichts da. War schon fast alles ausverkauft, und jetzt wollte ich mir eigentlich Flammkuchen zum Dinner machen. Oder mir holen, besser gesagt, fertig, tiefgefroren. Habe ich schon voll oft gesehen, auch in vegetarisch. Jetzt wollte ich, war ich bei Kaufland, die hatten da keinen außer so einen süßen, und ich kann heute erstmal nichts Süßes mehr sehen. Zumindest jetzt zum Dinner brauche ich irgendwas Herzhaftes. Dann war ich bei Aldi und war echt der Meinung, dass ich da auch mal so einen herzhaften vegetarischen Flammkuchen gesehen habe. Wir hatten dann nur den mit Speck, den Elsässer, natürlich den klassischen, traditionellen Flammkuchen aus Frankreich in Elsässer Art mit Speck und so. Nicht vegetarisch. Das heißt, ich musste jetzt ausweichen auf etwas anderes, was aber auch typisch französisch ist. Was in Frankreich sehr, sehr gerne gegessen wird und auch sehr traditionell gegessen wird, ist natürlich das gute alte Baguette.
Und Baguette wird da in vielen verschiedenen Variationen gegessen und es wird auch zum Teil überbacken. Deswegen habe ich es mir jetzt ein bisschen leichter gemacht und habe mir jetzt einfach Bistro Classique Baguette gekauft in der Sorte Champignon. Das war nämlich auch die einzige vegetarische Sorte, die sie da hatten. Und ich habe die als Kind auch echt richtig, richtig gerne gegessen und genau, ist jetzt so ein bisschen, wie gesagt, ich hätte mich eigentlich echt auf einen Flammkuchen gefreut, hätte ich übel lange nicht mehr. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr gute Alternative. In jeder Bäckerei, in der ich auch heute war, in diesen französischen, gab es auch immer richtig viele verschiedene Baguette-Sorten, wo ich mir auch so dachte, das ist Baguette. Also es ist einfach ein Weißbrot so. Aber die Franzosen scheinen das sehr, sehr ernst zu nehmen mit dem Baguette. Deswegen werde ich mir jetzt das hier aufbacken. Ist auch jetzt super schnell nach der Arbeit. Das muss jetzt auch echt schnell gehen. Deswegen, genau, werde ich mir das Baguette hier jetzt aufbacken. Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall gut durch als Alternative und das mache ich mir jetzt. When a flower blooms, it just wants to grow. It only needs the sun, it only needs a home. But still we want to put our fingers on it and take it away, take it away. Just leave me here in my shade of gray. No, I'm not alone, just no words to say. I'm not in a mood, I just need some space. This scene's been playing in my head all day and night. Alter, warum ist der Zoom so extrem? Ist so, Friends, wie ihr seht, ich bin bed ready, ready für einen entspannten Abend mit Night Snack, einem französischen Night Snack und einer entspannten Serie. Ihr seht, wie gesagt, ich habe schon geduscht, habe jetzt auch hier wieder meine Babylöckchen am Start, man kennt sie, lange nicht gesehen. Und habe mir auch einen sehr, sehr coolen Snack tatsächlich rausgesucht mit sehr, sehr leckeren Sachen. Ihr habt ja vorhin mitbekommen, dass ich zu diesem Café Moustache gegangen bin und da eigentlich mein Lunch essen wollte. Die aber, wie gesagt, eigentlich fast nichts mehr da hatten, nur noch so süße Sachen. Und ich wollte was Herzhaftes essen. Und ich dachte, ich bin jetzt nicht umsonst zu diesem Café gegangen und habe mir trotzdem was mitgenommen. Mit wohlbedachtem, vorausschauendem Blick, dass ich zum Nightstick ja auch noch was Süßes essen könnte. Deswegen habe ich hier drin eine sehr schöne Feinheit und da habe ich auch erstmal gerade geguckt, wie man das ausspricht. Und zwar ist das ein Tartelette. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ich habe es gerade bei Google Dings angehört und er hat Tartelette gesagt. Und zwar ist das ein Birne-Zimt-Tartelette. Und ich dachte, das passt auch einfach perfekt in diese Jahreszeit. Es sieht auch unfassbar gut aus. Schaut euch das an, das sieht wirklich unfassbar lecker aus. Also auch wieder ein süßes französisches Gebäckstückchen, Kuchenstückchen. Und ich habe mir nochmal Tartelette geholt, aber fertig verpackt. Die habe ich schon ein paar Mal im Laden gesehen und dachte, ich nehme die jetzt einfach mal mit, weil das einfach perfekt in dieses Video passt. Bon Mama, Tartelette. Tartelette, Chocolate und Karamell. Ich hoffe, man spricht das auch so aus. Wie gesagt, Leute, judge mich nicht für meine Aussprache in diesem Video. I try my best, aber wie gesagt. Also, auf jeden Fall sind das auch Tartelettes. In der Sorte Chocolate Caramel. Das sind so einzeln verpackte. Und ihr seht, da haben wir auch wie bei dem frischen diesen Teig eben außenrum und dann eben so eine Füllung. Und ich finde auch, dass die unfassbar lecker aussehen. Die Sorte klingt einfach perfekt für mich. Deswegen muss ich die einfach mitnehmen. Schauen wir uns die mal an. Oh, süß. Die sehen sehr, sehr süß aus. Also auf jeden Fall deutlich, deutlich kleiner. Sind da wirklich so Mini-Dinger im Vergleich jetzt zu dem. Aber ich finde, die sehen sehr, sehr lecker aus. Und wie gesagt, die Sorte klingt auch sehr, sehr vielversprechend. Dann habe ich auch noch eine weitere Sache. Und zwar was zum Löffeln. Und zwar stehen die Franzosen ja auch auf, oder haben sie es ja erfunden, oder ist ja auch typisch französisch, und zwar Mousse à Chocolat. Ich habe jetzt aber ein Zitronenmousse-Emmy mitgenommen. Also Mousse à Citron. Tron, wie auch immer man das auf Französisch aussprechen würde. Fand ich, klang sehr, sehr lecker. Und Leute, ich weiß, da ist Gelatine drin, aber ich esse Gelatine. Nicht, dass das wieder in den Kommentaren irgendwie steht. Ich esse Gelatine, ich weiß, dass da Gelatine drin ist und deswegen oder kann ich das auch essen. Genau, das ist mein französischer Nightsnack, um diesen französischen Tag zu enden. Ich würde sagen, das war auch wieder ein super, super leckerer Tag. Ich werde mir dazu wahrscheinlich noch einen Apfel aufschnibbeln, weil ich so ein bisschen Reste essen muss. Ja, eigentlich schon. Passt, oder? Weil ich jetzt ja bald nach Hause fahre über Weihnachten. Deswegen, genau, wird es dazu noch einen Apfel geben. Und dann, wie gesagt, habe ich einen sehr, sehr leckeren Tag auch wieder hinter mich gebracht. War auf jeden Fall sehr cool, dass ihr das entschieden habt. Ich werde mir das jetzt anrichten, mir schmecken lassen und mich später wieder persönlich von euch verabschieden. War auf jeden Fall sehr, sehr backlastig und sehr, sehr zuckerlastig. Aber da sieht man auch, wie unterschiedlich verschiedene Länder halt eben auch sind oder die Spezialitäten der verschiedenen Länder. Finde ich super interessant. Deswegen Daumen nach oben auf den französischen Tag. Ich mache es mir gemütlich und lass mir das jetzt schmecken.
Friends, wir sind am Ende des Videos angekommen und ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wie immer die gleiche Leier am Ende des internationalen Food-Videos. Schreibt mir wieder euer Land, was ich als nächstes, oder nachdem ich als nächstes essen soll, in die Kommentare. Und das Land, was die meisten Likes bekommt, gewinnt auch wieder. Das werde ich also im nächsten Video mir vornehmen. Und schreibt mir gerne euer liebstes französisches Produkt oder Gericht oder Essding, wie auch immer, in die Kommentare. Würde mich auch sehr interessieren. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo, damit ihr weitere Videos und internationale Food-Videos nicht verpasst. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Haltet bis dann wie immer die Ohren steif und genau. Ciao, Leute!